Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir, dem Thorsten. Ja, alles zu schwer, habt ihr im Titel gesehen. Natürlich kann man auf dieser oder überhaupt auf der Liga hier unheimlich rumreiten, was Liga angeht. Man ist immer froh, wenn die Woche, glaube ich, vorbei ist. Aber mal sehen, wie der Puma sich hier geschlagen hat. Ich meine, ich finde es schon sehr, sehr sportlich, dass ich als Rathaus 10 gegen ein Rathaus 11 mit einer 3-Sterne-Armee hier reingehe, wo er eigentlich, man könnte jetzt sagen, wo es ja reichen würde, wenn, ich sag mal, so 2 Sterne dabei rausspringen, ne? Dass man wenigstens seine eigenen CK-Sterne irgendwie schafft. Er kriegt sogar noch in der Mitte, beziehungsweise kommt mit seiner Karre relativ weit. Allerdings, was dann passiert, ja, der Adler fängt an zu schießen und visiert dort die Hawks an, also die Masse der Hawks. Und so verenden die alle. Das war jetzt ein Adlerschlag, der hat gereicht hier vom Level 2 Adler. Und da hätte man, also da jetzt sind wir wieder beim Thema hätte. Da hätte man vielleicht anders vorgehen können. Ich sag mal, so ein paar Babydrachen und so ein bisschen aufbrechen da hinten am Rathaus mit ein paar Bola und einem Golem rein. Und gut ist, hier die 2 Sterne einfach wegzufischen, aber hier mit einer 3-Sterne-Armee so reinzugehen, finde ich denn doch schon ein bisschen sportlich. Ich meine, also man braucht jetzt nicht zu denken, nur weil man eine 40er Queen hat, ist man hier King of Curry und haut hier die Elfer weg. Naja, okay, hat er jetzt auch eingesehen. 2 Heilzauber hat er in jedem Fall noch. Die hat er nicht ausgegeben, da hat er jetzt ein bisschen auch noch was gespart, aber er hat so selber eingesehen im Chat. Der blöde Adler hat das alles weggemacht und es ist natürlich hier wirklich eine Katastrophe beim Clan Deutschland Ad. Wir werden hier absteigen, sang- und klanglos, muss man sagen. Ich meine, wir machen hier unsere 15 Angriffe, aber 104 Sterne jetzt erst zu haben im 5. Clankrieg, das ist dann auch schon, das ist auch schon wirklich ein bisschen wenig. Und meistens sind die Clanburgen noch nicht mal eine Stunde vor Ablauf bzw. vor Beginn des Neuen hier gefüllt. Aber es gibt auch kleinere Lichtblicke. Vielen Dank an meine Zuschauer von gestern Abend, die mir bei diesem Angriff hier ein bisschen zur Seite standen. Also ein Hybrid auf Rathaus 11 kann man mal machen, 11 auf 11 hier. Der ist so ziemlich ein Elfer, würde ich mal so sagen. Und deswegen war Plan hier, dort wo der Babydrache jetzt ist, auf 9 Uhr circa so ein bisschen reinzubrechen mit der Queen. Ja, ein bisschen nicht ganz so. Oh, jetzt fliegen. Da hatte ich schon wieder die Krise gekriegt, dass die Heiler erstmal auf meinen Magier gingen und jetzt kriegen sie Beschuss vom Magierturm. Ich gehe nicht durch in den Livestreams, aber ärgerlich ist es natürlich schon. Jetzt geht die Queen endlich da drauf, aber ich habe jetzt gleich auch keine Heiler mehr. Dennoch schafft es meine Queen gerade so, das Ganze noch rauszuholen. Und jetzt kommt die Luftabwehr, ja. Aber ich schaffe es hier jetzt gleich reinzubrechen. Klambo kommt raus. Nochmal 2 Kokos hier reingesetzt. Vielleicht gehen die ja noch, holen vielleicht noch die ein oder andere Mine raus. Machen sie aber nicht, aber immerhin fliegt mein Ballon ganz schön weit. Und jetzt habe ich erstmal kurz mal abgewartet, dass ich hier den Lavahund schaffe. Oben den King gesetzt zum Funnel. Denn von oben will ich gleich auch reinbrechen hier mit dem Hybrid. Jetzt schießt auch schon der Adler. Also der schießt, also ist für mich aber auch passend. Ja, reinbrechen. Stimmt. Ich wollte eigentlich reinbrechen. Ich hatte mir extra Mauerbrecher vorher gekauft mit dem Alex. Also die Supermauerbrecher. Und dann habe ich sie nicht mitgenommen. Ich habe welche gebaut, habe aber nicht mehr getauscht. Ich dussel. Da fing das nächste Dilemma an. Aber so ein Hybrid ist auf Rathaus 11 auch sehr, sehr stark. Sehr, sehr starke Kombi. Benutze ich tatsächlich eher selten. Aber hier passte das gut mit der Base. Hawks hier mit rein. Worden im Gepäck hier. Und dann soll das hier rund gehen. Adler ist jetzt auch auf meinen Minern gewesen. Unten geht die Queen immer noch ganz, ganz locker. Die schafft sogar fast bis zum Ende, Leute. Man glaubt es kaum, aber ich habe sie auch immer wieder in Wut gehalten und die Heiler halten immer noch, aber jetzt sind auch die Heiler-Geschichte und ich muss dann auch irgendwann mal meine Queen zünden, aber ihr seht, mit so einem Hybrid geht das ganz gut. Es ist aber eher die Ausnahme hier, 11 auf 11, dass wir uns dazu entschieden haben. Eigentlich hieß es, dass wir 11er oben so ein bisschen die 12er, 13er machen mit irgendwie 2 Sterne und
unten die 12er und 13er, dann vielleicht die 12er und 11er weghauen. Irgendwie so muss das ja gehen. Wir haben ja zwei 10er hier mit dabei und das funktioniert aber nicht mehr sehr, sehr gut in Kristall 1. Da kann man mal Glück haben, dass man unten gleiche Rathausstärken hat, aber na, das ist eher nicht der Fall. Ich meine, wir steigen jetzt ab nach Kristall 2. Damit werden wir wohl die Liga dann wieder irgendwie halten, womöglich auch aufsteigen, je nachdem, was die nächste Saison gibt. Aber so ein paar Ideen habe ich jetzt, was die nächste Saison angeht. Vor allen Dingen auf meinem Discord werde ich, glaube ich, heute noch so einen Kanal machen. Irgendwie so Liga-Börse oder sowas, sodass sich die Leute dort eintragen können, beziehungsweise suche Clan für Liga oder biete Clan für Liga. Müssen wir mal gucken, sollte eigentlich kurz und knapp gehalten sein. Und dass man da so ein, ja, dass man regen Austausch hat, dass man die Clans hier voll bekommt, denn wir sind hier mal gerade so 15 Leute sogar, obwohl ich den Bänder hier mit reingenommen habe. Wieso taucht denn der Bänder gar nicht auf? Warte mal. Ah, der taucht nur hier auf. Naja, hier taucht nur der Bänder auf und der Daniel unten ist raus, ist auch ein Zehner. Der ist gleich nach dem ersten CK gegangen, weil er die Krise gekriegt hat. Und so sind hier Chris, Baba, R13 Noob auch nicht so stark, auch mit einer Nullnummer da oben. 13 auf 13. Wusis, Wiesel, Alper, Bini, also die sind fast mit Masse alle aus dem Clan Herausforderer. Da suchen wir natürlich auch wieder nach der Liga. Also kommt hier ruhig rinne mit Rathaus 11, 12 oder 13. Dann bringe ich euch irgendwie unter. So muss man es ja sagen. Und woran hat es hier eigentlich gelegen? Gucken wir mal, Hermelinchen hier. Rathaus 11 auf Rathaus 12 mit Drachen und 11 Blitzzaubern. Waren es 11 oder waren es 10? Habe es gar nicht gesehen, sehen wir am Ende. Nochmal. Und ich habe jetzt auch schon selber mal wieder festgestellt, dass der E-Drachen hier immer eine Renaissance feiert. Gerade in solchen Clankriegen, wo du oft nach oben musst oder aber auch eine Rathausstufe tiefer gehen kannst. E-Drachen oder, ja, ich meine, so wie Melinchen das hier macht mit Drachen, muss ein bisschen durchfallen hier durch so eine Base und dabei gehen sicherlich so 1, 2, 3 Drachen drauf. Kommt hier jetzt aber ganz nett in die Base reingefunnelt. Unten das Lager muss auf jeden Fall noch fallen, dass die Drachen da nicht ganz so hart nach außen gehen. Ah, und die gehen hart nach außen. Mal gucken, was er gemacht hat. Auch heute habe ich wieder gesehen, Leute, Feger friesen. Friest den Feger. Ihr könnt alles friesen, aber macht auf jeden Fall, wenn ihr mit Luft angreift, friest den Feger und nichts anderes. Denn der vermasselt euch hier die Angriffe. Aber das hat er ganz gut gemacht hier, glaube ich. Das ist ganz gut gelungen. Wollen wir mal nicht meckern. Zumindest sehen wir jetzt aus dem Clan Deutschland etwa was. Ich hatte ja versprochen, dass ich wenigstens aus jedem Clan mal pro Tag so ein bisschen was bringe. Und dann sind das hier so ein bisschen so die Zusammenfassung von Tag 5 und Tag 4. Ich glaube, jetzt sind wir ja schon im Tag 5. Wie gesagt, 3 Sterne werden hier dann eher schwer. Ich kann euch dann höchstens zeigen, für die, die es auch machen müssen, wie man hit-uppen kann, beziehungsweise wie man so ein bisschen auf stärkere Bases geht und dort irgendwie 2 Sterne holt. Hat aber ganz gut gemacht, allerdings noch nicht mal bis zum Adler gekommen. 57% mit einer Safe Blimp, so nennt man das, glaube ich, ist er hier vorgegangen. Und dann gucken wir uns doch nochmal, wir gucken uns ruhig mal die Nullnummer hier an vom Noob. Der hat auch schon mal 2 Sterne auf Rathaus 13 geschafft, aber mal sehen, warum er es diesmal nicht geschafft hat mit Max Drachen und Max Lohns. Helden sind, da wollen wir nicht drüber sprechen, aber er ist halt dabei. Ich biete jedem einem zu Hause. Und in der Liga, aber ich bin ja froh, dass die Leute hier noch kurzfristig reingekommen sind zum Ligastart, dass wir in der 15er Liga hier starten konnten. Vielleicht war es auch nicht der richtige Weg, denn im Clan Herausforderer steigen wir auch ab, auch sang- und klanglos. Vielleicht hätte man sich doch entscheiden sollen, dass wir im Clan Deutschland eine 30er spielen mit den Leuten aus oder mit den ganzen 13ern vom Clan Herausforderer. Aber dann wären wir womöglich nur wieder aufgestiegen und hätten das gleiche Problem dann beim nächsten Mal gehabt, weil je höher du ja kommst, desto schwieriger wird es. So muss man es ganz klar sagen. Es wird nicht einfacher. Und wenn du dann immer hier deine, ich nenne sie mal so, kleine zweite Garde hier reinbringst, dann bringt das natürlich gar nichts, wenn wir hier dann wieder mit 10ern und 11er auflaufen und hocken dann womöglich schon, weiß ich nicht, in einer Liga höher oder 2 Ligen höher, dann brauchst du hier gar nicht mehr mit Rathaus 11ern ran.
Also überhaupt nicht mit Rathaus Ehemann ran. Rombatten könnte den eigentlich schaffen hier. Kann ich mir vorstellen, genau weiß ich aber nicht. Hier könnte man natürlich jetzt sagen, okay, das macht jetzt hier unten Elver, vielleicht sogar der Mortus oder so. Und der Rombatten schnappt sich hier einen von denen, die hier ein bisschen höher stehen. Der Dumbo hat aber schon angegriffen. Okay, Dumbo hat schon angegriffen hier auf den, okay, auf den Zwölfer. Aber ihr seht, das ist, ich glaube, das ist die gleiche Base, die jetzt eben der Puma auf Rathaus 11 gemacht hat. Und ich meine, das ist so ziemlich die gleiche Base oder fast die gleiche Base. Zumindest dieses Compartment hier hinten mit dem Rathaus. Das ist exakt gleich. Und das Rathaus hier ist ein Level 2 Rathaus, also Rathaus Level 12 in der zweiten Ausbaustufe, also auch noch nicht ganz so stark. Ich meine, den Tesla, den darf man nicht außer Acht lassen. Der macht Schaden, ja, aber der ist jetzt nicht so groß und so stark, dass der Dumbo sich hier davon beeindrucken lässt, hier einen schönen Funnel unten zu schlagen mit dem King und jetzt auch wieder ein Drachen nach dem nächsten erstmal locker zum Funneln hier nimmt über dieses Eckstück, kommt jetzt sogar, nimmt sogar den weiten Weg mit dem für die Blimp hier rein. Mal sehen, wie weit er da tatsächlich gekommen ist. Okay, oder ist er ganz schön weit gekommen. Drache da noch drin. Zwei Loons auch noch. Und jetzt kann es geballt hier gleich reingehen in die Base. Außen steht jetzt zwar noch ein Lager, aber nimmt hier Stück für Stück die Ecke hier unten auseinander mit den Drachen und den paar Loons da noch bei. Kurz mal die, ich wollte gerade sagen, die Quellenfalle. Nein, die Tornadofalle. Die Tornadofalle. Rathaus fällt, jetzt kommt ja keine Bombe und nichts runter. Kannst du also ganz, ganz entspannt hier mit den Drachen rüberfliegen. Hat eigentlich gut geregelt hier. Unten was weggefunnelt, dass kein Drache nach unten gehen kann, oben auch. Und dann können die hier in die Mitte der Base gehen, dass die das dann nicht ganz so weit schaffen. Das ist klar, Leute, mit Level 6 Drachen. Level 6 hatten Elva die auf 6, ja, ne? Ich weiß es gar nicht mehr ganz. Ich glaube, die hat ein Rathaus 11 hat die auf 6. Der Dumbo ist auf jeden Fall Rathaus 11. Aber auch hier mit ein bisschen Blitzzauber sehe ich jetzt gerade am Ende. Und auch hier nett gemacht. Wir können uns hier so ziemlich mal jeden Angriff, glaube ich, sogar angucken. So viele sind es ja am heutigen Tag noch nicht. Heute Abend übrigens wieder so ein bisschen Action. Also ähnliche Action wie gestern Abend. Aber ich mache wahrscheinlich keine Live-Angriffe mit meinen Charakteren dafür. Hauen wir ab 9 Uhr in den Sack und machen ein bisschen HCWL. Round of 16, also die Runde der letzten 16. Dort geht's in die, oder da sind wir ja schon in der K.O.-Runde. Und da habe ich ein nettes Spielchen für euch heute Abend am Start. Habe ich mir rausgesucht, es müssen nicht immer die Clans sein, die Rang und Namen haben, Leute. Andere Clans können auch sehr, sehr gut Clash of Clans spielen. Und die beiden Clans, die ich heute Abend oder die ich euch heute Abend präsentiere, die können das in jedem Fall. Die kennt ihr auch. Und dann hoffe ich, dass wir hier auch wieder einen entspannten Clash of Clans HCWL haben, Abend erst haben. Und danach machen wir natürlich noch ein bisschen was vielleicht. Ich will nicht sagen rege Diskussion, die hatten wir gestern schon. Da möchte ich auch gar nicht näher drauf eingehen hier in dem Video. Da es gibt, wie gesagt, immer so ein paar gewisse Sachen, da quatscht man lieber im Livestream drüber. Ich frage mich jetzt gerade, wie er hier zum Rathaus kommen wollte. Denn das Rathaus ist mittig so weit weg, dass, glaube ich, so ziemlich keine Truppe meint, sie müsse überhaupt annähernd zum Rathaus gehen. Ah doch, so ein paar Barbaren da. Oh, jetzt gehen doch welche rein. Okay, da werden doch welche reingezogen gerade. Jetzt sehe ich das. Und oh, er kriegt das Rathaus sogar, ne? Mit seiner Queen kann das sein. Dass er das Rathaus jetzt gleich sogar bekommt mit der Queen. Was machen die da unten gerade die ganze Zeit? Die war doch von irgendwas abgelenkt, oder? Ah, jetzt geht die erst auf die Clanburg. Da kriegst du als Angreifer auch die Krise. Jetzt werden deine Heiler angepeilt. Ah, okay. Sprungzauber ist jetzt natürlich unnötig, weil keine Truppe mehr lebt, die überhaupt den Sprung nehmen kann. Und ja, dann hat er am Ende Pech, dass vor allen Dingen der Adler noch lebt. Ist immer schwierig. Oftmals sage ich, oder gestern Abend habe ich das sehr, sehr häufig gesagt, kürzester Weg zum Rathaus. Und der ist dann manchmal auf der gegenüberliegenden Seite vom Adler. Oder man sagt halt besser an der Adlerseite rein, dann ist der mit weg und kann nicht die ganze Zeit dauerhaft schießen. Aber oftmals ist auch so ein Adler ganz gut verteidigt. Dennoch hat es hier nur so ein ganz kleines bisschen gefehlt. Ich meine, am Ende könnte man da gut Cleanup setzen, wenn der Adler nicht mehr ballert. Aber hier ballert er halt immer noch rum und dann wären das auch nicht mehr Prozente hier.
Na ja, so, hier haben wir noch einen von Dirk. Auch ein Einsterner, aber ich habe gerade gesehen, der Gegner hat auch noch einen Stern gemacht. Das ist schon ein etwas stärkeres Rathaus, das ist ein Fünfer. Und der hat auch einen Level 3 Adler, sehe ich gerade. Und auch die Infernos sind, glaube ich, schon eine Ausbaustufe höher als ein Rathaus 11. Denn der Dirk hier ist das ein Rathaus 12? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist auch ein Rathaus 11. Ich glaube, es ist auch ein Rathaus 11. Der das hier macht, der maxt noch 5 Level Helden und dann geht er wahrscheinlich auch eine Rathausstufe höher. Schön spät eigentlich die Heiler gesetzt. Erst dann, wenn die Queen auch Beschuss bekommt. Aber er hat ja auch keine Bodentruppe da hinten. Ich fand jetzt die Kaserne so ein bisschen unnötig da. Ach nee, war gar keine. Doch, war eine Kaserne. Denn da war jetzt, die hat mal so gar nichts genutzt. Die hatte alle in den Suizid geschickt dort, die ganzen Truppen. Und wie ist er denn jetzt eigentlich hier? Wie ist er hier weitergekommen gegen den Single Inferno? Okay, musste Queen zünden. Der Ballon hier schafft es auch nicht ganz bis zum Adler. Der war jetzt auch eher unnötig, weil die Queen wäre ja in jedem Fall im nächsten Schuss dran gewesen vom Inferno. Und da sind wir wieder beim Thema. Hätte er vielleicht ein bisschen mehr Frost dabei gehabt, dann hätte man auch mal so ein Inferno kurz mal stilllegen können, also friesen können. Jetzt hat er nämlich noch einen Wutzauber für die Mitte. Und ich würde fast sagen, er schafft auch nicht das Rathaus. Der holt sich hier den einen Stern, ohne das Rathaus mitzunehmen. Ah. Aber da will ich mich gar nicht zu äußern. Ich glaube, der Dirk nimmt immer die gleiche Angriffstruppe und du kannst nicht alles mit meiner schaffen. Ich meine, auch wenn er es jetzt hier nicht schafft oder vielleicht doch geschafft hätte, zum Rathaus zu kommen. Aber es geht halt nicht, wenn du nicht ordentlich funnelst und lässt deine Queen in 2 Single Inferno sterben. Das ist auch schon sportlich, 2 Single Infernos. Vor allen Dingen ohne Fries. Ich gucke mal, ob er überhaupt einen Fries dabei hatte. Das müsste ja jetzt eigentlich vorbei sein hier. 50% hat er sich auch mal gerade so geholt da hinten. Kein einziger Frieszauber. Kein Fries. Okay. Wofür war denn der Sprung eigentlich? Ah, er hat gedacht, er kriegt die Queen wahrscheinlich weiter rein. Naja, okay. Ja, alles ein bisschen zu schwer hier, Leute. Aber ich wollte euch wenigstens mal ein paar Angriffe zeigen hier aus dem Clan Deutschland Ed. Und wie gesagt, wir steigen hier sang- und klanglos ab, aber wir machen hier unsere Angriffe, wir machen hier unsere Sterne und ja, gibt ja schon welche, die haben 8 oder 9 Sterne, das heißt also, ich wollte gerade sagen, der Bonus ist sicher, es wird ja keinen Bonus zu verteilen geben hier, so ein bisschen schon, aber keinen zusätzlichen Bonus, aber dennoch holen sich die Leute hier halt so ein paar Sterne ab. Wie viel gibt es hier in Kristall? 1 als 8er, naja, 239, das ist ja immerhin ein Heldenbuch, ne? Besser als nix, Leute. Okay, das war's von mir. Von meiner Seite, wir sehen uns heute Abend hoffentlich im Livestream. http://twitch.tv heißt es immer. Schräger Toto Clash, das ist mein Kanal auf Twitch.tv. Steht aber auch nochmal unten in der Beschreibung drin. Und dann sehen wir uns hoffentlich. Oh, Wartung. Okay, in 1:33 ist Wartung. Der bin ich gerade noch so davon geschlichen. Bis dahin, Leute. Vielen Dank. Euer Toto Clash.